Heute einen Wolkenwirbel, der von einem Sturmtief zwischen Island und Schottland ausgeht. Diese Tiefausläufer überqueren Deutschland und führen im Wesentlichen milde Meeresluft heran. Die Vorhersage für morgen. Zunächst überwiegend stark bewölkt und zeitweise Regen. Im Süden und im Stau der Alpen auch länger anhaltende Niederschläge. Vorübergehender Anstieg der Schneefallgrenze auf ca. 900 Meter. Im Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung und einzelnen Regen- oder Graupelschauern, örtlich mit kurzen Gewittern. Tiefsttemperaturen zwischen plus 4 Grad im Nordwesten und minus 3 Grad im Südosten. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer, im Norden und in freien Lagen starker, in Böen stürmischer Wind aus Südwest bis West. Und die weiteren Aussichten unbeständig und nasskalt. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn, der sich mit der CSU in Kreuth und mit Ex-Ministern vor Gericht befasst. Liebe Zuschauer, wir beginnen das Abendprogramm im Ersten mit dem amerikanischen Science-Fiction-Film Das Schwarze Loch. Eine Gruppe von Astronauten gerät in tödliche Gefahr, als sie dem Raumschiff eines skrupellosen Wissenschaftlers begegnet, der von der Entdeckung neuer Welten in der Tiefe des Universums träumt. Maximilian Schell und Anthony Perkins spielen die Hauptrollen in dem mit faszinierender Tricktechnik ausgestatteten Weltraumabenteuer aus dem Jahre 1979.